Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Factory Town auf meinem Kanal. Ja, was ich eben gerade bemerkt habe hier, diesen See oder dass er sich hier lang schlängelt. Also, ich bin froh, haben wir verschiedene Biome ausgewählt, dass wir die auch mal ein bisschen kennenlernen und sehen. Und das Sumpfbiom gefällt mir auch sehr gut, auch wenn man hier natürlich ein bisschen mehr Wasser hat. Aber wir haben ja in der letzten Folge gesehen, man kann das Wasser auch einfach wegmachen, wie hier. Und nur noch für die Farm nutzen hier. Ja, die laufen jetzt hier schon recht effektiv. Wenn wir da die Kohle noch dazu packen, dann ist es schon besser. Das Problem ist nur, wir haben so viel Kohle. Und ich denke, wir könnten uns mal leisten, dass wir diese Kohle mal bei uns ins Lager packen, dass wir die in Zukunft mal aus dem Lager brauchen können. So, jetzt gehe ich hier mal da nach drüben. Wir haben noch eine Hotbar. Da haben wir auch irgendwo das Stoffförderband. So. So. Ja, hier lang. Und hier würde ich dann hochgehen. Ah, funktioniert immer noch. Wenn man es noch weiß, mit Tabulator kann man hier die verschiedenen Seiten, also eckig oder flach kann man switchen mit Tabulator. So, nee, ist doch eine gute Chance hier. Ist das dieselbe Höhe? Ich nehme an. So, einmal nach da, einmal nach da. So, dann brauchen wir nämlich hier gar nicht diese vielen Silos, habe ich mir gedacht. Dann wird das hier entleert. Für einen Zwischenspeicher brauchen wir das aber sehr wohl gerade. Also das passt schon so. Denn die fünf Leute hier, die bauen auch viel ab. Da ist auch noch einiges da. Und wenn das dann weg ist, haben wir hier Platz für die Farm. Und wir haben Kohle in der Base, die wir aus der Base heraus auch mal anders gebrauchen können. Wenn auch hier hinten irgendwann keine Kohle mehr da ist. Das ist so die Sache. Oder da halt. Und da könnten wir sowieso noch einen Wagen mehr gebrauchen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Wir haben ja hier das Transportzeug. Und auf der 7, wenn ich jetzt Shift drücke plus die 7, dann habe ich da die Wagen eingespeichert. So. Oh, da hat da. Das war ein neues Zeichen, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? So, auf jeden Fall. Jetzt haben wir da wieder guten Kohlenachschub, wenn das da alles so funktioniert. Ja, die Fabriken laufen hier. Auf jeden Fall. Sehr zufriedenstellend. Das freut mich. Überall sonst läuft es auch. Die sind voll mit dem Holz. Die Wege werden aber immer weiter. Irgendwann mögen die nicht mehr mit. Hier haben wir auf die Rinne umgestellt und bei der Rinne wollten wir noch was Kurzes testen. Also, besser gesagt, ein Zuschauer wollte das testen und weißt du was, das testen wir jetzt einfach mal. Wir wissen ja, dass eine Rinne nicht bergauf läuft. Also, wenn ich das hier so mache. So, und dann mal einen Arbeiter hinsetze, der mir jetzt hier Getreide darauf wirft. Ja, das sind neue Zeichen. So, dann seht ihr, was passiert. Es bleibt stecken. Gut. Okay, jetzt der Test ist, wenn wir jetzt sagen, es kommt von viel höher, da kann man übrigens auf derselben Ebene ein Haus bauen. Habe ich auch schon wieder was gelernt. Da muss man nicht alles um ein bisschen erhöhen. So, kommt der da hoch? Ich weiß nicht. Wenn wir jetzt sagen, ja, die Rutsche kommt natürlich auch so nicht. Das müsste einem auch klar sein. So. So, und wenn wir ihm jetzt sagen, er soll das da oben reinlegen, wenn er da überhaupt hinkommt, von da drüben vielleicht, kommt es dann den Berg auf? Das wäre meine Vermutung, dass es dann klappt. Jawohl, genau. Ihr seht, also, mit genug Schwung, und das haben wir jetzt einfach mal getestet, dass das aus der Welt ist, mit genug Schwung kommt man mit dieser Rinne auch bergauf.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Schwung man hat. Und vielleicht sind die Items auch unterschiedlich. Das weiß ich jetzt gerade nicht. So, wenn ich jetzt sage, hier geht es noch eins nach oben. Klappt es dann immer noch? Ja, war aber schon langsamer, wie ihr gesehen habt. So, und jetzt müssten wir hier, wenn ich da noch eins höher gehe. So. Ja, jetzt ging es gerade noch so. Aber irgendwann müsste ja auch die Grenze kommen, oder? 3. Ja, da seht ihr, das war die Grenze. Jetzt bin ich nach oben. 1, 2, 3, 4. Er schafft 3. Weil wir nach unten 1, 2, 3. Also das heißt, er muss so viel nach unten gehen, wie er nach oben geht. Wir können es auch gerne, wenn ihr jetzt sagt, das geht nicht, weil es hier anders gebaut ist, dann testen wir es so. Jetzt haben wir aber 4. Nur zum Sagen. Also jetzt müsste er das schaffen. So, das schnell noch verbinden. Ne, schafft es tatsächlich nicht. Also müssten es 5 sein. So, also das geht ja natürlich hier auch nicht, weil da was im Weg ist. Ja, der kommt da leider. Doch, jetzt kommt er vorbei. Ne, klappt auch nicht. Also, es ist schon so, man kann da was reißen damit, aber man muss schon achten darauf. So, jetzt haben wir hier einen Frack für immer. Wenn wir den Platz mal brauchen, dann werden wir da das Terrain wieder flach machen. Ganz klar. So. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo nach oben gehen möchte, muss ich auch zuerst nach unten gehen, damit Schwung da ist. Macht auch ein bisschen Sinn, sage ich mal. Luftstein haben wir hier. So, die Farben wirft ordentlich raus. Da sind wir bei 7 Arbeiter. Hier sind wir bei 6. Die Frage ist, brauchen wir noch mehr? Aber wir haben ja hier die Überlaufsicherung. Also könnten wir auch da noch deutlich höher gehen auf 10 Arbeiter. Mal schauen, wie es dann aussieht. Ob er dann überhaupt noch alles rausbringt. Das sehen wir jetzt. Und dann ist hier eben die Überlaufsicherung, die wir eingebaut haben. Wenn da voll ist, dann fahren die weiter nach hier drüben. Aber da drüben kommt natürlich auch sehr viel schon an. Es könnte dann eher da drüben zu Verstopfungen führen. Das ist dann halt die Gefahr. Und wir müssen schauen wegen den Arbeitern, denn unendlich haben wir ja da auch nicht. Was kommt noch dazu? So. Oh, der pflanzt auch wieder Bäume an, wie ich hier sehe. Wenn Bäume existieren. Aha, das ist interessant. Okay. Ich denke, wir haben mal genügend Bretter und wir können hier getrost auf Papier umstellen. So. Ja, und dann... Da ist nur der Wagen angeschlossen. Und dann liefert das der Wagen in ein Gebäude, was es noch nicht gibt, nämlich eine neue Werkstatt. So. Und ich muss gar nicht suchen hier. Ich kann hier drauf C drücken, Clone. Und dann habe ich eine Werkstatt. So einfach geht's, die ich mal hier hinsetze. Das ist am einfachsten. Die können wir immer noch wegmachen. Und da stellen wir ein Buch her. So. Also. Der Wagen bringt das Papier von da nach da. Genau. Dann haben wir noch 2 weitere Arbeiter, wenn es geht. Einer bringt die Bücher in die Schule. Und ein anderer, der da, bringt von da Leder in die Werkstatt. So. Dass das klar ist. Und in der Schule, wir haben jetzt hier Bootbau. Das wäre dann fürs Fischen. Ich will gerade mal schauen, was gibt es sonst noch. Gleise wäre auch sehr interessant. Wir haben aber nicht so viel Eisen. Also wir sammeln langsam, aber nicht so viel. Zubehör, Maschinerie, Dampfkraft, Mada, erweiterte Logistik.
Ja, beim Bootsbau schalten wir gar nichts frei, so wie es aussieht. Da werden halt die Metallförderbänder, aber wir machen mal Bootsbau. So, und mit einem Buch hier, das gibt dann 10. Und damit können wir 2,5 mal forschen. Das heißt, wir brauchen 2,5. 100 durch 2,5. Wer weiß es am schnellsten? Ich nicht. Oder gerade nicht, sag ich mal so. Das ist 40. So, also wir brauchen 40 Bücher, 40 Leder. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Wir haben aktuell da 120 Leder. Und keines mehr auf Lager. Das ist schön, wenn die da rumstehen. Der steht auch da rum, der steht auch rum. So, die Werkstatt macht nicht genug. Die Werkstatt macht nicht genug. Und wir sind am Häuserlimit angekommen. Ja, ihr seht, es läuft schon darüber und es stopft da das Ganze voll. Dann gehe ich lieber wieder ein bisschen runter auf 7. So. Dafür kann ich dann hier 2 mal höher schrauben und noch einen mehr anstellen, der da ein bisschen dafür schaut. Und die beiden kann ich damit entfernen. Die können wir später wieder mal brauchen. Denn wenn das hier alles vollstopft, das kommt jetzt natürlich auch von dem, dann sind wir da natürlich auch nicht glücklich zu reden. Aber er nimmt den Stoff auch nicht. Ah, doch, hier. Hä? Ah, und da hat noch einer ein Leder reingepackt. Das darf natürlich nicht sein. So, in die Base. Deshalb stopft alles da voll. Genau, jetzt sieht es besser aus. Und weil wir ein bisschen zu wenig Dünger verbrauchen für die Anzahl, die wir haben. Und ihr seht tatsächlich, das Band ist langsamer als die Arbeiter. Also der ist auch schon halb voll hier. Ja, das Band ist leider nicht ganz so schnell. Aber durch das haben wir bereits 400 Kohle im Lager. Das ist natürlich schön. So, der muss arbeiten, der kommt kaum mehr nach. Kohle hier ist voll, also kann der helfen abbauen hier. So. Die haben schon bald wieder den Wald hier weg. Ist unglaublich, wie schnell es geht. So, Bootsbau schon halb fertig. Durch das, dass wir natürlich Sümpfe haben, haben wir gut Wasser und da können wir bestimmt Fische fangen. Sind das hier Fische? Oh ja. Und ich nehme an, damit einer da Fische holen kann. Ja, müssen wir ein Boot haben. Vorher geht da nichts. Dann ist ja gut. So, was macht der? Der ist natürlich wieder sehr uneffizient unterwegs. Vor allem, weil da auch noch der im Weg steht. Das ist spitzenhaft. Wir haben jetzt 3 Waggons, die da fahren und Stoff abtransportieren. So dringend ist der Mangel auch schon wieder nicht, wenn ich da ehrlich bin. So. So, aber ich hoffe, die Happiness ist einigermaßen da, 70%, genau. Und Versorgung ist auch da, auch durch Bretter und so, oder Steine. Da liefern wir Stoff ab aktuell, weil wir den Stoff hier hinten nicht brauchen. Ich würde den aber lieber mal ansammeln und würde vielleicht mal Steine abliefern. So, soll er mal Steine nehmen. Habe ich 460, produziere ich auch aktuell. Holz hätte ich auch 650. Das Problem ist, bei den Steinen kriege ich noch rote Münzen. Und beim Holz produziere ich aktuell nicht wirklich viel. Weil, oder gar nichts hier. Aus diesem Grund ist es fast effizienter. Selbst Papier produziere ich da nicht viel. So, 87 bereits. Das geht voran, das ist kein Ding da. Das läuft sehr gut. Und der ist natürlich der... Na, der lohnt sich da überhaupt nicht. So. Und dieses Band ist eben auch zu langsam. Dass wir da... Ja gut, wir stehen da alle zufrieden. Also, oder... Ja, die sind... Auf die Dauer sind sie dann doch zufriedengestellt. Kann man so sagen. Denke ich mal. Ja,
als nächstes würde ich dann vielleicht mal diesen Wald hier abholzen und da ins Sägewerk bringen. Da können wir eigentlich beginnen. So. Weil der kommt uns hier in den Weg. So, Fischerboot haben wir freigeschaltet. So, soll da mal beginnen. Die füttern da das Sägewerk zusätzlich und das Holz ist danach weg. Denn wir können, das zeigt den Kreis nicht mal an, aber wir können da bestimmt noch ein Haus hinsetzen. So, jetzt hat er nichts mehr zu tun. Dann soll er doch jetzt mal Gleise machen. 100 wieder. Haben wir denn noch eine günstigere? Nee. Ist alles teuer. So, und Gleise kostet ja 5 blaue Münzen. Ah, wir haben 3000. Dann ist nicht so schlimm. Dann passt das schon. So, Arbeiter, Fischerboot. Oh, 20 Nägel, 40 Bretter, 80 Münzen, eine Bevölkerung. Aha. Ja, dann würde ich natürlich mal schauen, dass wir da ein paar Nägel produzieren. Wenn aktuell hier sowieso kein Stoff landet. Das kommt noch dazu. Okay. Nagel, nicht Nägel. Ich habe nach Nägel gesucht. Wo sind die? Sonst schaue ich natürlich aufs Bild. Gibt's hier nicht. Wird das in der Schmiede gemacht? Ja, tatsächlich. Ein Eisenerz gibt ein Nagel. Ah, die kann man nebenbei machen, oder wie? Oder er macht mir die, weil ich beim Eisen voll bin. Ah. Also, er soll Hauptsache mal die Nägel abtransportieren hier. Das ist jetzt aber toll. Weil ich Eisen gehabt habe, oder wie? Die könnten übrigens auch mal hier abbauen. Es wäre ein bisschen effizienter. Ich weiß ja nicht. Bisschen vielleicht. So, dann können wir doch noch das Fischerboot realisieren. Wenn wir schon bald die 20 haben. 8, 12, 16, 20. Wäre das Ziel. So, also hier sind Fische. Da sehe ich jetzt... Ah doch, hier auch Fische. Hier auch. Ja, ich glaube, fast in jedem Teil. Hier nicht. Da auch. Ich denke, da die Nahrungsproduktion hier hinten ist, können wir ja das auch mal hier hinten bauen. Und jetzt fehlt mir noch ein Mitarbeiter. Oder ein Arbeiter. So, nehme ich den mal aus dem Spiel. So. So, jetzt haben wir ein Fischerboot. Mal schauen. Ja, ich muss da schon auch eine Location angeben, die am Rand ist. Wenn ich jetzt da ein Silo hinsetze, mal fürs Erste, wenn das geht. Ah, da seht ihr die möglichen Gebäude. Da. Ja, geht. So, hat Platz für 8 Fische, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl. Sehr schön. So, und jetzt könnten wir beim Lebensmittelmarkt. Wir können die Fische so geben, dann kriegen wir einen roten Coin. Wir können den Fisch kochen, dann kriegen wir 3 Coins. Wir könnten auch bei der Küche ein bisschen genauer hinschauen. Da würden wir alle Rezepte für Fisch sehen. Das war es aber auch schon. Gekochter Fisch und Fischöl. Also das Fischöl, kann man das auch geben? Denke nicht, oder? Ist eher eine Zutat. Jawohl. Also wäre da gekochter Fisch eigentlich das Sinnvollste zu machen. So, dann gehen wir doch da mal hin. Machen das Gelände hier mal ein bisschen einsatzbereit. Ich weiß, ich habe gesagt, wir nehmen keine Flat Map. Und am Ende flatte ich sowieso alles. Also... Ich bleibe dabei. So,
Küche hätte ich gerne. Hier, Küche. Ah, wir brauchen Bevölkerung. Dann schauen wir doch weiter in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen, der hat schon gefühlt. Also ist das schnell. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.